im Grunde weist das ja auf die großen Anlaufzeiten doch eigentlich Mozart schon vorweg in seinen Klavierkonzerten, also die vorbereitende Kadenz und Beethovens natürlich, nicht? Ja, nur hat er davon noch nichts gewusst. Ich bin gewohnt, die Musikgeschichte immer so zu betrachten wie ein unschuldiges Kind, als wüsste ich nicht, was nachher kommen würde. Denn wenn wir Bach über Bartok und Schubert und Brahms sehen, dann ist er immer ein Vorwegnehmer. Er hat praktisch die ganze Musik vorweggenommen, wenn wir wollen. Eine kleine Sache noch, die den Cembalo-Part betrifft. Das ist der Schluss der Kadenz, der mit einer ungeheuren Kühnheit diese Dominante hält, bevor es also in diesen Schluss steigt. Alles wollen wir nicht verraten. Alles wollen wir nicht verraten. Ja. Jetzt kommt doch eine sehr wichtige Sache und ein anderes Couleur in dieser Geschichte, die berühmte Traversflöte. Ich muss sagen, bei der Probe, ich habe noch nie einen solchen Interpreten und ein solches Instrument gehört. Vielleicht lässt sich da doch einiges dazu sagen. Zumindest ich weiß von Ihnen, dass es da einen historischen Beleg gibt. Diese Flöte ist ein Geschenk von Friedrich II., den die meisten Norddeutschen den Großen nennen, aber ich als Österreicher nenne ihn natürlich nicht den Großen. Ein Geschenk von Friedrich II. Von Preußen, der ein sehr bekannter und sehr guter Flötist war. Und als solcher würde ich ihn wahrscheinlich auch der Große nennen. Nur seine kriegerischen Aktivitäten waren mir weniger interessant. Der hat nach einer Schlacht, in der er einen österreichischen General wieder einmal besiegt hatte, beim freundschaftlichen Händedruck hat er ihm als Erinnerungsgeschenk eine sehr schöne Nussholzkassette mit einer Flöte überreicht. Und der österreichische General war wahrscheinlich genauso musisch wie die meisten anderen Generäle auch und hat diese Kassette nicht einmal geöffnet und wusste wahrscheinlich gar nicht, dass da eine Flöte drinnen ist. Es war einfach ein schönes Geschenk des preußischen Königs. Und hat das in eine Vitrine in seinem Schloss in Niederösterreich aufgestellt und allen seinen Gästen gezeigt. Und diese Flöte wurde durch alle Kriegsumstände und Kriegswirren des Ersten und Zweiten Weltkrieges gerettet. Und der letzte Besitzer wusste nichts damit anzufangen, der dann wieder nach dem Krieg in dieses Schloss zurückkam. Und ein gemeinsamer Bekannter hat mir von dieser Geschichte erzählt. Und er hat mir gesagt, das könnte eine Flöte sein, denn es stammt von Friedrich und es sind einige Holzstücke mit Löchern drinnen. Und der Besitzer wäre ohne weiteres bereit, das Instrument herzugeben, denn er wüsste sowieso nichts damit anzufangen. Und kurze Zeit darauf kam dieser gemeinsame Bekannte und überreicht mir diese Flöte. Und ungefähr eine halbe Stunde später, das Ganze ist jetzt 23 Jahre her, eine halbe Stunde später kam Herr Stastny, wir haben ihn sofort angerufen und haben gesagt, was da bei uns passiert ist, kam sofort zu uns, wir öffnen die Kassette, er sieht eine Flöte, die noch niemals ein Flötist in der Hand gehabt hat. Er war der erste Flötist, der auf dieser Flöte gespielt hat. Er hat mit ein bisschen Wachs und mit Zwirnsfaden hat er die Teile zusammengesetzt und hat sofort gesagt, ein wunderbares Instrument. Und dass es ein wunderbares Instrument ist, das können wir allein daraus erkennen, dass es uns in diesen 23 Jahren bisher nicht gelungen ist, irgendwo ein besseres zu finden. Wir spielen immer noch mit diesem Instrument und ich glaube, er ist noch immer sehr glücklich damit. Also das ist, glaube ich, eine Begründung, warum ich sagen kann, es ist ein direktes Geschenk
des Friedrich an mich. Vielleicht ein Wort zum Instrument. Denn warum schreibt Bach im langsamen Satz zu diesem Konzert die sehr romantische Bezeichnung Affettuoso? Das heißt, mit größtem Gefühlsausdruck. Ja. Bedeutet für die Flöte, so wie die Flöte sowieso spielt. Weil die Flöte ist ein Instrument des Gefühlsausdrucks. Das ist das erste flötenartige Blasinstrument, mit dem man laut und leise spielen kann, mit dem man hauchende Töne spielen kann und bei der jeder einzelne Ton eine andere Klangfarbe hat. Das ist ja der wesentliche Unterschied der bachischen Flöte, der Barockflöte zur modernen Flöte, dass damals bewusst die Verschiedenartigkeit der Klänge gesucht wurde. Jeder Ton hat eine andere Farbe, während man heute versucht, alle Töne so gleich und so ähnlich wie möglich zu machen. Das ist der entscheidende Unterschied. Für das Cembalo bedeutet dieses Affettuoso, dieses Spielen mit dem größten Ausdruck, dass er rhythmisch mit äußerster Freiheit spielt. Weil auf einem Cembalo-Ton kann man ja nicht modulieren, den kann man nur, der macht einfach Tack, spielt einmal zwei Töne. Das. Wenn man da Cantabile spielen will, wenn man da einen Ausdruck bringen will, geht das nur mit dem Legato und mit dem Rubato. Und ich würde jetzt sagen, vielleicht soll der Flötist mal die erste Phrase von des langsamen Satzes dieses Affettuoso spielen. Da hören Sie gleich, ich glaube, es ist der vierte Ton, einen ganz komplizierten Gabelgriff, der eine völlig andere Farbe hat wie alle anderen Farben. Und man kann hören, so etwas kann man mit einer modernen Flöte überhaupt nicht nachmachen, weil da jeder Ton gleich klingt. Ich kann das, auch ein sehr raffinierter Flötist kann das gar nicht machen. Also Sie haben gehört, der fünfte Ton war das. Da, 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 ba, ba. Das ist ein Eis und das ist, kannst du mal die Griffe zeigen, die du da machst dafür? Sie sehen, da ist mit jeder Hand gibt es einen gehobenen Finger, ist ein ganz komplizierter Griff. Bei einer modernen Flöte geht das wie ein Reißverschluss, da ist jeder Ton gleich. Darf ich vielleicht als Abschluss von unserer kleinen Konversation hier vielleicht um den Anfang, ein paar Takte Anfang des zweiten Satzes bitten, zusammen mit Frau Anopur und Herrn Tachetze. Geht das? Damit das einmal zusammen, also... Dann würde ich aber vorschlagen, Sie sollen bis in das erste Solo hineinspielen, dass man hört, es beginnt kraftvoll und aus diesem kraftvollen Beginn richtig. Entwickelt sich plötzlich eine Sensibilität, die jeder Einzelne macht. Vielleicht spielst du dann von dem ersten Solo sozusagen nur zwei Takte, aber nicht mehr. Und zuerst das erste Tutti. Frau Noncour, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich. Und jetzt geht's dann an die eigentliche Arbeit. Herzlichen Dank. Ich hatte beim freundschaftlichen Händedruck, hat er ihm als Erinnerungsgeschenk eine sehr schöne Nussholzkassette mit einer Flöte überreicht. Und der österreichische General war wahrscheinlich genauso musisch wie die meisten anderen Generäle auch. Und hat diese Kassette nicht einmal geöffnet und wusste wahrscheinlich gar nicht, dass da eine Flöte drinnen ist. Es war einfach ein schönes Geschenk des preußischen Königs. Und hat das in eine Vitrine in seinem Schloss in Niederösterreich aufgestellt und allen seinen Gästen gezeigt. Und diese Flöte wurde durch alle Kriegsumstände und Kriegswirren des Ersten und Zweiten Weltkrieges gerettet und
Der letzte Besitzer wusste nichts damit anzufangen, der dann wieder nach dem Krieg in dieses Schloss zurückkam. Und ein gemeinsamer Bekannter hat mir von dieser Geschichte erzählt. Und der hat mir gesagt, das könnte eine Flöte sein, denn es stammt von Friedrich und es sind einige Holzstücke mit Löchern drinnen. Und der Besitzer wäre ohne weiteres bereit, das Instrument herzugeben, denn er wüsste sowieso nichts damit anzufangen. Und kurze Zeit darauf kam dieser gemeinsame Bekannte und überreicht mir diese Flöte. Und ungefähr eine halbe Stunde später, das Ganze ist jetzt 23 Jahre her, eine halbe Stunde später kam Herr Stastnit, wir haben ihn sofort angerufen und haben gesagt, was da bei uns passiert ist, kam sofort zu uns, wir öffnen die Kassette, er sieht eine Flöte, die noch niemals ein Flötist in der Hand gehabt hat. Er war der erste Flötist, der auf dieser Flöte gespielt hat. Er hat mit ein bisschen Wachs und mit Zwirnsfaden hat er die Teile zusammengesetzt und hat sofort gesagt, ein wunderbares Instrument. Und dass es ein wunderbares Instrument ist, das können wir allein daraus erkennen, dass es uns in diesen 23 Jahren bisher nicht gelungen ist, irgendwo ein besseres zu finden. Wir spielen immer noch mit diesem Instrument und ich glaube, er ist noch immer sehr glücklich damit. Also das ist, glaube ich, eine Begründung, warum ich sagen kann, es ist ein direktes Geschenk des Friedrich an mich. Vielleicht ein Wort zum Instrument. Denn warum schreibt Bach im langsamen Satz zu diesem Konzert die sehr romantische Bezeichnung affettuoso? Das heißt, mit größtem Gefühlsausdruck. Bedeutet für die Flöte, so wie die Flöte sowieso spielt. Weil die Flöte ist ein Instrument des Gefühlsausdrucks. Das ist das erste flötenartige Blasinstrument, mit dem man laut und leise spielen kann, mit dem man hauchende Töne spielen kann. Und zumindest, ich weiß von Ihnen, dass es da einen historischen Beleg gibt. Diese Flöte ist ein Geschenk von Friedrich II., den die meisten Norddeutschen den Großen nennen, aber ich als Österreicher nenne ihn natürlich nicht den Großen. Ein Geschenk von Friedrich II. Von Preußen, der ein sehr bekannter und sehr guter Flötist war. Und als solcher würde ich ihn wahrscheinlich auch der Große nennen. Nur seine kriegerischen Aktivitäten waren mir weniger interessant. Der hat nach einer Schlacht, in der er einen österreichischen General wieder einmal besiegt hatte, beim freundschaftlichen Händedruck, hat er ihm als Erinnerungsgeschenk eine sehr schöne Nussholzkassette mit einer Flöte überreicht. Und der österreichische General war wahrscheinlich genauso musisch wie die meisten anderen Generäle auch und hat diese Kassette nicht einmal geöffnet und wusste wahrscheinlich gar nicht, dass da eine Flöte drinnen ist. Es war einfach ein schönes Geschenk des preußischen Königs und hat das in eine Vitrine in seinem Schloss in Niederösterreich aufgestellt und allen seinen Gästen gezeigt. Und diese Flöte wurde durch alle Kriegsumstände und Kriegswirren des Ersten und Zweiten Weltkrieges gerettet. Und der letzte Besitzer wusste nichts damit anzufangen, der dann wieder nach dem Krieg in dieses Schloss zurückkam. Und ein gemeinsamer Bekannter hat mir von dieser Geschichte erzählt. Und er hat mir gesagt, das könnte eine Flöte sein, denn es stammt von Friedrich und es sind einige Holzstücke mit Löchern drinnen. Und der Besitzer wäre ohne weiteres bereit, das Instrument herzugeben, denn er wüsste sowieso nichts damit anzufangen. Und kurze Zeit darauf kam dieser gemeinsame Bekannte und überreicht mir diese Flöte. Und ungefähr eine halbe Stunde später, das Ganze ist jetzt 23 Jahre her, eine halbe Stunde später kam Herr Stastnit, wir haben ihn sofort angerufen und haben gesagt, was da bei uns passiert ist, kam sofort zu uns, wir öffnen die Kassette, er sieht eine Flöte, die noch niemals ein Flötist in der Hand gehabt hat. Er war der erste Flötist, der auf dieser Flöte gespielt hat. Er hat mit ein bisschen Wachs und mit Zwirnsfaden hat er die Teile zusammengesetzt und hat sofort gesagt, ein wunderbares Instrument. Und dass es ein wunderbares Instrument ist, das können wir allein daraus erkennen, dass es uns in diesen 23 Jahren
bisher nicht gelungen ist, irgendwo ein besseres zu finden. Wir spielen immer noch mit diesem Instrument und ich glaube, er ist noch immer sehr glücklich damit. Also das ist, glaube ich, eine Begründung, warum ich sagen kann, es ist ein direktes... Alles wollen wir nicht verraten. Alles wollen wir nicht verraten. Ja. Jetzt kommt doch eine sehr wichtige Sache und ein anderes Couleur in dieser Geschichte, die berühmte Traversflöte. Ich muss sagen, bei der Probe, ich habe noch nie einen solchen Interpreten und ein solches Instrument gehört. Vielleicht lässt sich da doch einiges dazu sagen, zumindest ich weiß von Ihnen, dass es da einen historischen Beleg gibt. Diese Flöte ist ein Geschenk von Friedrich II., den die meisten Norddeutschen den Großen nennen, aber ich als Österreicher nenne ihn natürlich nicht den Großen. Ein Geschenk von Friedrich II. Von Preußen, der ein sehr bekannter und sehr guter Flötist war. Und als solcher würde ich ihn wahrscheinlich auch der Große nennen. Nur seine kriegerischen Aktivitäten waren mir weniger interessant. Der hat nach einer Schlacht, in der er einen österreichischen General wieder einmal besiegt hatte, beim freundschaftlichen Händedruck hat er ihm als Erinnerungsgeschenk eine sehr schöne Nussholzkassette mit einer Flöte überreicht. Und der österreichische General war wahrscheinlich genauso musisch wie die meisten anderen Generäle auch und hat diese Kassette nicht einmal geöffnet und wusste wahrscheinlich gar nicht, dass da eine Flöte drinnen ist. Es war einfach ein schönes Geschenk des preußischen Königs. Und hat das in eine Vitrine in seinem Schloss in Niederösterreich aufgestellt und allen seinen Gästen gezeigt. Und diese Flöte wurde durch alle Kriegsumstände und Kriegswirren des Ersten und Zweiten Weltkrieges gerettet. Und der letzte Besitzer wusste nichts damit anzufangen, der dann wieder nach dem Krieg in dieses Schloss zurückkam. Und ein gemeinsamer Bekannter hat mir von dieser Geschichte erzählt. Und er hat mir gesagt, das könnte eine Flöte sein, denn es stammt von Friedrich und es sind einige Holzstücke mit Löchern drinnen. Und der Besitzer wäre ohne weiteres bereit, das Instrument herzugeben, denn er wüsste sowieso nichts damit anzufangen. Und kurze Zeit darauf kam dieser gemeinsame Bekannte und überreicht mir diese Flöte. Und ungefähr eine halbe Stunde später, das Ganze ist jetzt 23 Jahre her, eine halbe Stunde später kam Herr Stastnit, wir haben ihn sofort angerufen und haben gesagt, was da bei uns passiert ist, kam sofort zu uns, wir öffnen die Kassette, er sieht eine Flöte, die noch niemals ein Flötist in der Hand gehabt hat. Er war der erste Flötist, der auf dieser Flöte...